herzliches Willkommen zurück. Unser Johnny im Sonnenaufgang. Saugute Geschichte. Ich habe soweit mal alles vorbereitet. Und wir können heute auf den Dienstag, können wir unsere Geschichte hier fertig bauen. Ich habe das schon mal gecheckt. Der Elefant passt tatsächlich rein. Der ist nämlich vorhin versehentlicherweise hier reingelatscht. Und er passt tatsächlich rein und kam dann auch. Ja gut, ich hatte hier die Rampe noch nicht fertig gebaut, dann kam er nochmal raus, aber ich denke, wir kriegen das so geregelt. Ich wollte da eigentlich das große Tor hinstellen. Kannst du aber dezent vergessen, weil, ja, ist einfach zu groß, ne? Ja, Entschuldigung. Wir bauen jetzt hier mal ein kleines Tor hin. So machen wir das. Und wenn es nicht reicht, dann reißen wir die Geschichte halt einfach ab. Was soll denn sein? Na, so machen wir das. So, 6. Zack. Aber ich denke, da kommt doch ein Elefant durch. So, das wäre also der Zähmkäfig. Wenn es denn so hinhaut am Ende. Das ist die große Frage. So, da mache ich erstmal einen schönen Screenshot noch von. Ne? Das wäre also. Hier drin wollen wir versuchen, einen Elefanten zu zähmen. Mal gucken, ob es gelingt. So, wie viel brauchen wir denn noch, um jetzt... Ich habe eigentlich schon ziemlich hochgestellt, den XP-Multiplikator. Ich hatte ihn eigentlich schon ziemlich hochgestellt. So, wir essen erstmal was. So. Okay, Leute. Das ist das Objekt unserer Begierde. Der Elefant. Leider können wir ihn noch nicht sehen. Was ist mit dir? Was bist denn du für ein Elefant? Du bist ein weiblicher Elefant, Level 13. Und du da drüben? Du bist ein männlicher Elefant, Level 2. Ich glaube, wir werden es erstmal vorsichtshalber mit diesem männlichen Level 2 versuchen. Oh! It's raining. Schnell aufs Schiffsfest aufmachen. Das kam überraschend. Jetzt hängt da wieder so ein Papagei bei uns drauf. Den könnten wir gleich versuchen zu zähmen. Schnell, schnell das Fass aufmachen. Wir brauchen nämlich auch dringend wieder Wasser. Lauf, Johnny, lauf. Zack. Ja, wir haben nämlich nur noch 720. Geht da was rein? Ja, 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 passt. Wunderbar. Wunderbar. Ja gut, Leute. Jetzt müssen wir quasi einfach nur noch Level-Up-mäßig unterwegs sein. Wir könnten mal hier noch fix Kram wegräumen. Ich glaube, ich werde nochmal nach dem Multiplikator schauen. So, das kann hier rüber. Das kann noch weg. Das kann auch weg. Viel Kram einstecken wieder. Brauchen wir gar nicht. Können wir mal fix noch den Regen nutzen, unser Inventar hier ein bisschen auszuräumen. Weil wir haben auch schon ziemlich viel voll. Ich muss mal ein paar Kisten nutzen. Das große Tor können wir hier reinpacken, das können wir hier reinpacken. Leg mal die Waffe hier rein. Die Geschichte hier rein, den Säbel, den lassen wir mal drin, die Schaufel auch. Die Kletterhaken lasse ich auch mal. Stroh und Fasern und solche Sachen, die können wir mal hier reinpacken. Müssen wir noch nicht so viel Kram mit uns rumschleppen. Unsere Kajüte ist voll. Nein, nicht Kajüte, wie heißt es denn? Können wir den Kram mal hier reinlegen. Hier haben wir noch einen Revolver, da haben wir das. Jo, passt. Und die Sachen, die Baugeschichten legen wir auch mal hier rüber. Hervorragend. So, sehr schön. Ein bisschen Fleisch müssen wir uns noch rausnehmen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Auch noch genug drin. Da könnte man ein bisschen Holz noch rausnehmen. Da kann das hier noch durchbraten. 99, das sollte reichen. Zack. Kann das hier weitergehen? Sehr schön. Unser Fass wird voll. Machen wir die Lampe aus, Johnny. Ist es hell genug? Jo. Okay, Leute, ich mache hier an dieser Stelle einen kurzen Cut. Ich gucke gerade nochmal nach den Einstellungen, ob ich da vielleicht am Multiplikator irgendwas gedreht hatte, weil es ist jetzt doof, jetzt hier ewig noch rumzuwarten, bis wir dann endlich zähmen können. Wir werden uns als allererstes den Bär vornehmen, denke ich. Mit dem probieren wir es als allererstes.
Wobei, das können wir jetzt auch so noch machen. Komm. So. Wir versuchen es jetzt, Leute. Wir versuchen es jetzt. So. Pass auf. Bams. Oh, ich muss das Tor vielleicht auch zumachen, ne? Nicht an mein Haus. Bist du bescheuert? Ey! Hier bin ich. Komm her. Ey, ob du bescheuert bist, habe ich dich gefragt. Der geht an mein Haus, ne? Der geht gar nicht auf mich. Guck mal. Jetzt kommt er. Oh, fuck. Johnny. Oh. Das war jetzt halt richtig schlau, Johnny. Ich hätte abbrechen sollen, ne? Ne, da ist das Bett. Da will ich respawned Bett, genau. Das war jetzt richtig dämlich. Warum lädt der denn nach? Mann, Mann, Mann. Na, jetzt zusammengerissen oder nix? Och, nö. Leute, es ist doch, oder? Es ist doch unglaublich. Jetzt sind wir hier im falschen Ding gelandet wieder. Na, wie gut, dass wir hier aber unser Bett gebaut haben. So, ich will hier runter. Hier will ich hin. Zu El Diablo. Mann. So. Und hier will ich unser Bett spawnen. Travel to Bed. Meine Fresse. Ich glaube, manchmal da macht das Spiel irgendwie, was es will, ne? So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Johnny, wo liegt deine Leiche? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ist es euer Ernst? Wo ist denn jetzt meine Leiche hin? Oh Leute, wartet mal. Ich muss, glaube ich, das Spiel nochmal neu starten. Jetzt ist meine Leiche verschwunden. Was ist denn das für ein Scheiß? Hier liegt nichts. Ich mache mal einen Cut, Leute, und wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, ich habe das Spiel mal neu gestartet und ihr seht, es ist immer noch nichts da. Oh, das ist doch jetzt schon wieder sauärgerlich, oder? Vielleicht hat es das irgendwie unter Wasser gelegt. Nö, nix, ne? Ach, das ist doch ein Kack, Alter, ohne Scheiß. Kann ich hier Steine einsammeln und das, was ich brauche, habe ich nicht. Och, Mann, ey. Ohne Scheiß. Pass mal auf, wir machen jetzt noch eins. Ich probiere jetzt mal hier noch so ein bisschen rumzutraveln. Und zwar auf das Bett der El Diablo. Mal gucken, ob das was bringt. Das wird da angezeigt, ne? Und liegt da nicht. Das ist ein Scheiß. Ach Mann, Freunde, das ist echt ein Kacke. Mein Koffer ist weg. Mein Koffer ist weg. Ich meine, dass die Leiche nicht da liegt, ist ja klar, aber der Koffer fehlt halt, ne? Oh, das ist ein Shit. Naja, gut, es ist zwar ärgerlich, aber komm, wir gehen fix auf die El Diablo. Und holen uns noch ein bisschen Stuff ran. Shit, hätte ich nur mal die Waffe jetzt da weggelegt, ey. Ja, vielleicht taucht es jetzt auch irgendwie wieder auf, ne? Dass es halt wieder so ein Bug ist. Dass, wenn das Spiel weiterläuft, auf einmal alles wieder da liegt. Ne, ich muss hier hoch. Johnny, Konzentration.
Ich muss mir einfach angewöhnen, glaube ich, die Sachen wegzulegen, dass da nichts passieren kann. So, passt mal auf, dann ziehen wir uns halt das hier an. Und das und das. Ich glaube, das ist auch besser für den Kampf mit dem... So. Haben wir jetzt die ganzen Wumm? Haben wir, glaube ich, im Ding gehabt, ne? So ein Mist. Die ganzen Bolas, alles weg. Müssen wir alles neu bauen. Was, guck mal, es wird mir angezeigt und da liegt nichts, ne? Ist das übel. Mann, Mann, Mann. Okay, wir sollten eigentlich genug Material haben, um uns den Kram wieder zu bauen. Waffen, Schusswaffen. Die Hydra hätte ich gerne. Reicht ja auch eine. Muss es ja nicht gleich wieder übertreiben. So, das auf die 4. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Munition. Munition, was war die Hydra? Die Waffen, die Kugeln hatte die, ne? Oh. Ach, komm. Mach mal fix 10. So, die da rein. Aber jetzt nur mal fix das Nötigste, was wir tatsächlich brauchen. Bolas brauchen wir noch. Ah, da sind sogar noch drin. Hervorragend. So. So, Freunde. Vielleicht taucht es ja wieder auf, ne? Vielleicht taucht es ja hier irgendwie wieder auf. Das ist echt Shit. So ein Mist. So. Sind jetzt die ganzen Tierchen weg, oder wie? Haben sie jetzt alle Angst vor uns? So, du bist die Nummer 1, bei der wir es versuchen. Ja, komm. Boah, das hat schon mal funktioniert. Junge. Okay. Nee, nicht halten. Ach fuck, wir haben... Oh, Kalle, wir haben doch gar nichts zum Füttern, Mann. Was hat er wieder mitgedacht, der Kalle, Alter? Junge, Junge, Junge. Pass auf, können wir doch da rein. Öffnen. Ja, super. Hier nicht rein, ne? So ein Shit. Das ist halt immer das, wenn man nicht mitdenkt, ne? Und nicht alles dabei hat, was man braucht, dann passiert genau sowas. Man sollte sich halt ein bisschen mehr Zeit lassen. So, was brauchen wir denn hier, um zu füttern? Die Teile werden ja wohl reichen. So, noch ein paar Eier. Bisschen Fleisch brauchen wir auch noch für uns. Und die Milch, gut, die können wir uns dann noch holen. Momentan ist ja alles ziemlich ausgeglichen. So. Halt so nicht ran, ne? Muss halt vor an die Schnauze eigentlich.
Schlankröderboy. Guck mal. Das bringt so nichts. Das bringt so nichts, Leute. Es ist noch nicht optimal, ne? Es ist noch nicht optimal. Hier könnte ich dann durch und da könnte ich durch, aber... Es ist noch nicht so wirklich pralle. Wie viel brauchen wir denn noch? Komm. Achso, ich muss mir jetzt auch eine neue Geschichten bauen. Ach, Leute, das ist wieder eine Folge, ey. Nichts funktioniert so, wie es soll. Vielleicht ein bisschen höher bauen noch. Und die Idee ist an sich, wir probieren es vielleicht nochmal mit so... Ja, aber dann rutscht er ja nicht rein. Ne? Das mit dem Reinfallen ist schon mal geil. Das hat ja schon mal geklappt. Aber wie fütter ich das Vieh dann? Das ist die große Frage. So, pass mal auf, was wollte ich denn jetzt noch bauen? Ach ja, eine Axt. Nein, ein Beil, genau. Und eine Hacke. Zack. Und eine Sense. Sense. Ja, ist das Sichel? Ja, Sichel heißt. Gut, dann haben wir den Kram wenigstens mal wieder zusammen. So, dann lasst uns gleich nochmal gucken, was brauchen wir denn für Bolas noch. Fasern, Stein und Stroh. 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 Und da ist noch Stroh. Hier werden übrigens auch noch Fasern drin gelegen. Ah ne, nur 10 Stück. So. Haben wir noch Fasern? Ja, aber auch nicht mehr so wirklich pralle. Zwei Stück. Komm, bau die mal. So, die darüber. Dann legen wir die auf die 5. Und wenn wir schon mal hier sind, bauen wir jetzt auch gleich noch eine Laterne. Weil ich das mit Sicherheit vergesse. Und dann stehen wir im Dunkeln, ne, und ihr seht nichts. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Aktion. So, pass auf, das legen wir auf die 6. Sehr schön. Jetzt holen wir uns oben bei unserer Leitkuh noch ein bisschen Milch. Und dann sollten wir doch wieder aus... Oh, wir müssen auch das Fass zumachen. Shit. Leg das mal hier hin. So, wie viel Wasser haben wir denn drin in unserem Fässchen? Boah, passt. Die 5. Ne, die 5... 16 Milch, Sister. Läuft doch wie geschmiert. Nein. Alter. So. Den Eimer wieder weg. Zack. Jetzt sollte man doch wieder alles haben. Johnny ist heiß. Ja, natürlich ist der heiß. Aber wenn ich dir jetzt keine Rüstung anziehe, ist auch kacke, Junge. So. Wir versuchen es nochmal. Da vorne ist noch ein Stier. Mich ärgert es, dass unsere Tasche weg ist. Ohne Scheiß. Ärgert mich jetzt so. Ich habe keine Ruhe.
So, passt mal auf. Wie kriegen wir denn das besser geschissen? Vielleicht, wenn wir hier, aber dann könnte es halt auch passieren, dass der drüber rennt, ne? Wenn wir hier eine Decke hinbauen. Sodass ich mich da irgendwo draufstellen könnte. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Das macht Sinn. Wir müssen es nochmal probieren, Leute. Da vorne ist der Bär. So, da. Jetzt war Hurtig. Oh, fuck. Bring da rein! Alter! Das ist noch nicht so optimal. Komm, mach, Johnny. Er macht alles kaputt. So nicht an den dran. Beruhig dich. So. Das ist Kacke, Leute, so. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht auf die altmodische mit dem Ding gehe. Mit den Palisaden, mit den Steindingern außenrum, so wie wir es bei der ersten Base hatten. Weil dann komme ich dazwischen rein, versteht ihr? Und kann die dann so füttern. Weil so momentan ist es echt schwierig. Weil ich da nirgends richtig drankomme, um. Nein, nicht so. Guck dich mal. Und so komme ich hier rein, ne? Da komme ich rein und raus. Ducken? Jo, das wäre halt. Wir probieren es nochmal mit einem Bären. Komm, trink mal einen Schluck Milch, Johnny. Das treibt die Tinte in den Füller. Wo ist denn hier der Herr Bär, der Papa Bär? Warum sind die jetzt eigentlich so weit weg? War bei euch nicht ein Bär? Jungs? Kann ich eigentlich die Steinsäulen hier bauen? Ne, es ging nur in der Schmiede, ne? Fuck. Weiß nicht, ob das so hinhaut. Wie viel brauchen wir denn noch, um aufzusteigen? Nicht mehr viel, ne? Aber ich meine, ihr habt es ja auch geschafft, irgendwie einen Bär zu zählen, einen Elefanten zu zählen. Da werden wir das doch auch. Ah, da ist er. Oh, fuck, er kommt. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Schnell, Johnny. Johnny. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Fuck, 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 hier. So.
Mit was müssen wir ihn denn? Ah, hier. Okay. Ah, beim Bär klappt das wesentlich besser. Weil der dann halt nicht um sich schlägt, ne? Nachdem er ihn platt gemacht hat. So, pass auf. Wenn das natürlich beim Elefanten genauso ist, dass der so schön liegen bleibt, dann wäre es halt kein Problem. Dann wäre es halt echt kein Problem. So. Müssen wir bloß den Timer ein bisschen im Blick behalten? So funktioniert ja zum Beispiel die Geschichte, die wir jetzt vorhaben. Einigermaßen. So, Level plus 2. Okay, dann geht er auf 8 hoch. Naja, ist ja egal. Guck jetzt momentan nicht so wirklich krass aufs Level. So, einmal können wir noch, dann müssen wir wieder raus. So. Wo ist denn hin? Alles klar. Ja, dann kriegen wir wenigstens den Bären. Ein weiblicher Bär. Was haben wir denn da für einen Namen? Baloo hatten wir ja schon, ne? So, diesmal sollte es klappen, oder? Ich denke, diesmal reicht die Zeit. Na, obwohl, könnte eng werden. Ah, doch, diesmal soll es hinhauen. Knapp, aber es sollte gehen. So, da haben wir in der Folge wenigstens nochmal wieder einen Bär gezähmt. Ihr habt ja auch gesagt, ein Bär ist sinnvoll gegen Skelette und sowas, ne? Weiß ich halt bloß nicht, ob das auch dann vielleicht mit dem Level zusammenhängt. So, jetzt bist du unser Bärli. Obwohl, es könnte nochmal eng werden, ne? Reicht da einmal? Ja. Ja, hallo Bär. So, Verhalten. Dein Ziel angreifen, das lassen wir mal. Folgeabstand auf niedrigste. So, komm mal mit. Komm, da ist doch das Tor auf. Komm. Ja, siehste, bist ein Feiner. Du kriegst dann erstmal einen Sattel. Jawohl, nee, das sollst unser Ziel eigentlich jetzt nicht angreifen. Passiv, weil wenn ich jetzt einen Elefanten zähmen will... dann wärst du hinderlich. So. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Ah, nicht mehr viel, ne? Nicht mehr viel, wir brauchen noch ein bisschen. Hier machen wir wieder zu. Dann bauen wir dir jetzt erstmal noch einen Sattel, würde ich sagen. Da holen wir noch ein bisschen Material. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge, liebe Leute. Ich baue jetzt unserem Bären einen Sattel. Wenn ihr Vorschläge für einen Namen habt, gerne in die Kommentare oder auf dem Discord, ne? Ihr wisst Bescheid. Und wenn wir dann Level Up sind... dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, einen Elefanten zu zähmen. Dann wird's spannend. Vor allen Dingen kriegen wir den Elefanten auch aufs Schiff? Das ist die große Frage.
Das ist die große Frage. Okay, liebe Leute, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.